tell me stories of the sea. Was geht, Marvin? Oh. Ja, sorry, Digga. Ich muss aber mal kurz auf Klo. Schreibt, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist oder so. Lol, okay. Spirit of my silence, I can hear you. Schauen wir mal, ne? But I'm afraid to be near you. Okay. So, schau mal, ob das Mischverhältnis jetzt besser ist. Okay, so jetzt aber. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving.
The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a Ja, das ist halt echt so, Digga. Ohne Witz, so war ich damals auf. We're saved! It's a miracle! No, it's just me, Captain Spirit. You can bend all matter to his will. Yes, sir. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Oh, richtiger Johanneskörper, Digga. Guck dir diese Schulter an. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Warte mal. Kann ich hier ein bisschen leiser machen bei mir? Mach ich gleich bei dir ein bisschen lauter. Und mir ballert das tatsächlich ein bisschen die Ohren weg. Hier ein bisschen screw. So. So, jetzt müsste es besser gehen. Okay, Marvin, Helm oder Maske? Helm oder Maske? Ich bin ja eher so der Maskenboy. Also. Helm oder Maske? Helm oder Maske? Ja, danke schön. Ich nehme Maske. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Leichte oder schwere? Leichte. Cool. Should he be dark or colorful? Come on, bruh. kann man da jetzt die richtige Entscheidung treffen? I don't know. Ah, colorful. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. I hope I can draw as good as Mom someday. Let's put a straight set of conversation. It'd be cool to shoot like that. It'd be cool to shoot like that. Airball. I should ask Dad to show me again. Yeah.
I took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Rip. Hmm. Wonder where he hit them. What kind of Viking would I be? This isn't greedy, right, Santa? I've been good here. Dad will for love that. I want basketball lessons. The hot dog advent. Damn. Nice, Leon. Dora sieht man tatsächlich aber irgendwie nicht. Dodged! Okay, Hot Dog Adventures. Playbooks und so, okay, okay. Black Commando. Drawing paper. At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. Dad said he was gonna fix that last monk. Right. Only my brainwaves can activate the monitor. Was war's? Um Kraftaktion zu sehen, wenn dieses Symbol ihr angezeigt wird. Nice Fernbedienung hinter der Hand. Ne, die haben heute Facecam nicht, Digga. Ich hab, ich bin ein bisschen. So ein bisschen trashig aus. Yeah, I bet her day. Miss Stroud's pretty nice, and she likes my stories. I would be on the other side. I have right now. Sorry. Will ich sagen, ich habe heute noch nicht geduscht, aber. Nice. The secret treasure is buried out there in the wild. Die Fortnite Map. Now I have to locate the second part of the map. Drücke, um deine Antwortoption ein- oder auszuschalten. Achso, okay. Achso. Okay, Dad! Ich sag zwar, okay, Dad, aber ich komme einfach nicht. Needs a super villain team. Watch out, super villains. Today I make my own superhero costume. Man, I wanted to go to that, but Dad had to watch the playoffs. RIP. Tattoo! E. Anwenden. Nice, Digga. Erstmal ein bisschen Ink unter die Haut ballern. Geil, Digga. Hä, er leckt die gar nicht an. Hab das nur ich gemacht damals? I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Captain Spirit doesn't need weapons, but just in case. Nice one. Are you ready for the ultimate battle fort again. Of good versus evil? Nee, ich spiele keine Zeit. Muss jetzt zu Papa gleich. I've read this one so many times. Aber ja, hat mir noch damals so gemacht, oder? I miss Hal. So, ich sag okay. Like so far away. Die Plebs haben das mit dem mit einem Dings mit einem Schwamm oder sowas angefeuchtet. Aber die Badass Boys. Die haben da aufgeschleckt. Anrufen. Walkie Talkie. Ich hab Freunde. Doch kein Johannes. Come in, come in. Oh. Roger, I'm here. Doch ein richtiger Johannes. Sky Pirate. What do you see up? Have you spotted Snowmancer? Not yet. Tore because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. Nice off MP3. Oh yeah. Oh, badass. I heard you, jeez. Ooh. Hey, Spider Baby. I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. I miss playing ball with my friends. Before we move. Ah.
Ich bin ja froh, dass ich nie in eine andere große Stadt gezogen bin. Also jetzt nicht so, weißt du? Spirit-Umhang. Erstmal angucken. Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Gib ihm, Digga. I can feel the energy flow through me. I have the power. Nice. Okay, that's a good start. Now it's time to build the rest of my costume. Trying to come get you. Yeah, yeah. Shut up, Digga. If I don't go, Dad's gonna be super mad. Ich darf nicht mehr machen. Oh, wie gemein. Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Huh. 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 Na, ist halt echt so. I got things to do. Der, ich hab auch so Hunger gerade, ne? Leute, hat er sich gerade ein Bier reingezogen? Hab ich's gerade richtig gesehen? Ich hab gerade. Oh, jetzt. Da stehen schon drei. It's good. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. No, this doesn't compare to context. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. You're drinking beer before you eat? Yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. No, shut up. I don't drink that much. I don't drink that much. I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Okay, go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nee. Ich fluch auch nie. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. No. What do you ask you about it, or say anything at all? Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain, no swelling. It makes me sad that that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay, okay. Don't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. Normal. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. And Santa needs to get me a new job. It has to be a console. Basketball costs 10 bucks. Oh, das ist so unangenehm, ne? Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? Ich muss zugeben, da kann ich ein bisschen relaten. You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep.
I won't do it. If I do, just wake me up and we'll go. Entwicklerkonsole reicht doch, das reicht sich. Okay. Ein bisschen in der BIOS rumwühlen. Mach doch Laune. I go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Aber ich schwör's, das war halt echt so bei uns. Also jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, aber war halt auch immer so. Ich sag mal, finanziell gesehen haben sich die Geschenke jetzt auch, also ich meine, im Rahmen des Möglichen, logischerweise. Aber irgendwann war es mir halt auch irgendwann egal. So dann, ich weiß nicht. Es war halt immer nur ein bisschen hässlich, so wenn du halt mit den ganzen Snobs da rumgegangen hast, die halt alle irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen viel Cash hatten. Normal! Die Straße hat mich hart gemacht. Was geht, Mika? Wir spielen gerade den Johannes Simulator. Der Fernseher, Digga. Okay. Leon, ja. Ja, nee, ist. Keine Ahnung. Oh, meine Superaufgaben, das. Also, nicht so dramatisch. Es gibt halt. Also, die waren jetzt ja nicht. Also, waren jetzt ja nicht prollig oder sowas. Aber, hallo, achso, Tab. Okay, mein Cape, jetzt kann ich Captain's Kostüm erstellen. Captain Spirit's Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss beide Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Der Schneeballschwör will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten. Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Oh! Ich könnte Mustard Party 2 spielen, das klingt aber nicht so chillig. Aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Oh, Digga, das sind aber gute Aufgaben. Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserfresser besiegen lassen. Was ist der Wasserfresser? Der Boiler wahrscheinlich, ne? Mein Superhelden-Team ist stark, doch ich behalte Mantroid. Super schon besser im Auge. Handy, Digga. Okay. Boring. Ja, okay, Bruder. Get wrecked? Achso. In den Müll werfen. Ich dachte, ich kann jetzt. Oh! Bruh! Die Einkaufsliste angucken. Käse Macaroni. Richtiger Johannes. It's early. But I can make Dad some mac and cheese. He's too lazy. He won't eat anything. Jetzt noch ein Spritzer Ketchup drauf, Digga, und mua. Beginning countdown to launch. 5, 4, 3, 2, 1. Call 911 now. Still in progress. Okay. Ach so, wenn ich jetzt. Oh. Still in progress. Warte. Bestrahlen. Gib ihm. Gib ihm. Fry. Big. Okay. Lassen wir mal hier das ein bisschen. Ah, ich wollte Eiscreme noch zur Liste hinzufügen. Zack, gib ihm. Let's see. What do we need? God damn, you're on fire. Wenn du nur so weich. Geht, Bruder, ich mach dir eigentlich ziemlich sicke Nudeln. Gib ihm nochmal ein bisschen. Fry. Big. Warum sagt das so behindert? Those dishes definitely need a mega clean. Ach so, stimmt. Ja. Megaspülung. Jesus, what was that? Nein. What the hell are you doing in there? Wir sind viel Bestrahlung, Bruder. Aber ich kann ihn happy machen. Warte, wie lange geht die noch? 24.
Ich will. Ich darf es nicht mal sauber machen. Ich will ihn. Ich will hier. Quasi. Bei 5 Sekunden mache ich das Ding nochmal. Mal gucken, ob das dann irgendwie triggert. Aufladen und gib ihm. Zack, Digga. Nochmal. Fry. Burn. Snack time! Did you make that for me? You wouldn't get up during the game, so I thought you could eat out here. I can nuke this mac and cheese in no time. Not bad. Not bad at all. Better start cooking from now on, buddy. Mom made the best mac and cheese. It's komisch, ne? She did make the best mac and cheese. Wasser rein? This is the perfect comfort food for a winter game day. Thanks. Well, taste it first. Ich erinnere mich, das erinnert mich ein bisschen an die Walter Lehmkuhl-Schule mit ihren komischen Rahmennudeln da. Best mac and cheese ever. Da habe ich mir tatsächlich ziemlich häufig gegönnt, da unten in der Cafeteria. Also eine Zeit lang, so 11., 12., 13. Klasse und so. Ja, die waren auch lit, waren die. Ja, eigentlich war die Cafeteria echt nice. Die hat noch so sicke Baguette, also nicht Baguette, sondern so Fladenbrot-Ecken. Müll rausbringen. Digga, was ist das hier, Mann? Ugh, I hate that beer can smell. Oh oh, Monka S. Ja, die sicke Angestellten waren richtig sick. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, oder? Ich glaube. Boah, ich weiß es echt nicht mehr so genau. Und Walter ist echt schon jetzt auch wieder mal 4 Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Yeah, nice. Oh yeah. Pizza, Reynolds und Papas Handy. So, ich will gucken, was auf der Einkaufsliste noch draufsteht. That should be enough. Sugar, also Zuckerpapier, Batterien, Kaffee, Bier, Milch, Barbecue, Chips, Tega, Keksteig, Eis, Cookie Dough, Ice Cream. Remo Hagrid, wer war das nochmal? Ey, ich erinnere mich noch daran, dass es die existiert hat. Wer war das denn noch? Ich weiß auch, dass da irgendwas super Weirdes mit der war. Aber ich habe kein Bild mehr vor Augen von der. Nachher war ich ja irgendwann auch nicht mehr da unten, sondern war halt immer. War ja auch immer hier drüben bei dem Bäcker und hab mir da schön mein geiles Hotdog-Brötchen geholt. Ey, das war auch so lecker, ne? Aber auch so diabetiös, Mann. So, Laptop. Handy! Auf geht's, Digga. On fire, all night. Remo, ja, Tobi. I need a pin code. What is it? Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, 6. Inkorrekt. Ja, was soll ich machen? Nein, nice one. Okay, lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich heiße Chris, aha. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Ach, die Mutti ist gestorben. Nee, viel ist bad, ne? Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Denn das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh uns unsere Sorge bitte als Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank, bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt, wir wollen dir helfen und hoffen, dass du uns es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen oder wie lange auch immer du brauchst, dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Oh ja, warte mal.
Solange jetzt keine Titten ASCII-Codes da die ganze Zeit durchflattern. Alles Gucci. So, gucken wir mal, was für Seiten er sich so. I just too busy to care if I go online. Telefon! Ah! There's my hot dog man. Komm, zuerst Telefon. Was war das? Was hat geklingelt? Das Telefon. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Super. Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just Spirit? Watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Ey, that's so kacke, ne? Who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Dude. Ah. Prank call. Oh! Papa anruf, Papas Handy anrufen. Weil dann wird es entsperrt sein. Oh. 200 IQ, Boys. Better not be making any prank calls. Okay, hat nicht funktioniert. Wer ist denn Reynold? No! Stole a ball from that piece of shit! 0815, ja, stimmt. Die Reynolds anrufen. Und dann die Pizzeria gleich. Hello? Hi, Mrs. Reynolds. This is Chris. Unangenehm. Chris Erickson. Well, of course I know who this is, Chris. Are you okay? Is everything all right? Ist das ein Nachbarn? Yes. Well, everything's great. I just want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse, like when he helped Dad build it. I want to add some booby traps. Booby traps? I'm so glad to see you playing outside like a real boy. Well, anyway, I'll be happy to let Steven know his services are required. He loves that treehouse. Me too. Gotta keep the bad guys away. What bad guys? Thanks, Mrs. Reynolds. What do you mean? Chris, I told you before that's not a toy. Now hang up. Shut the fuck up. Booyah. Oh, soll ich? Nee, ich rufe die Pizzeria nicht an. Die Trap-Boobies. Ist halt wirklich so. Nice Trap-Boobies. Ich weiß nicht, wo können wir denn rumstöbern? Achso, ja. Ich will diesen... There's my hot dog man. Hot dog man. Wanna play with hot dog man? Take a picture of your kid covered with... LOL? Willst du verarschen? Wanna... Take a picture of your kid covered with mustard and send it over. Das wirkt hier eher wie Welcome to the Game 2. Lots of hot dog man, exclusive toys with every month. Jetzt sind 4 Zahlen von Paulus Handynummer. Das ist eine gute Idee. I can't see Dad selling homes. Could really about your future become. Ah, okay. Whoa, is he getting us tickets again? Best dad ever. Ooh. Be a hero, just register today. That would be a blast being a freight hopper. Hast du nachgeguckt, Leon, oder was? Hast du nachgeguckt? Ja. Ist das insane, oder was? Kann man da irgendwie draus... Kann man das irgendwie rausschließen aus irgendwas?
Received multiple complaints about unruly teenager freight hoppers in the area. They have minor reputation around Northwest, so please do not let them provoke you in a confrontation. Instead, you encounter. Okay, Bruder. Oh, those are Dad's pages. Oh. Aus der ersten Website mit den Hot Dogs. Warte mal, will ein bisschen verarschen. There's my hot dog, man. Hä? Willst du verarschen? Ja, und was meinst du? Ist hier irgendwas zu getten oder was? Ist hier irgendwo ein Key? Muss ich hier irgendwo raufklicken? Ja, dann. Ich kann nicht scrollen. Achso, warte mal. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht scrollen. Ja, dann lieg doch mal, Boys. Also. Ja, lieg mal ruhig. Also, sag mal zumindest, wie man drauf kommen könnte oder wo man das nachgucken kann. Muss ja nicht sagen, wie der Code ist. Wahrscheinlich jetzt auch zu spät. Es ist Hot Dog in. Willst du dich verarschen? Ja, dann hauen wir den Code rüber, Digga. Stehen die Buchstaben denn wenigstens drauf oder muss ich mir jetzt hier noch ein extra Zettel. Ja, willst du mich verarschen oder was? Ich habe gerade keine T9 da. Ehrenmann. Ups. 4, 2, 9. Achso, oh, okay, sorry. I got debated. Hot Dog in T9, Alter, Spaß. Wer hat überhaupt so einen Code? 8, 3, 2, 9, 4. Yes, wow. I can hack any system. So cool. Oh, Mustard Party. Der Geist sieht alles ein bisschen. Das ist ein Hotdog mit so einer Dings. Das ist so Senf. Okay. Um abzu. Absenfen, Boys. Nice. Nice Absenfen. Kann ich die treffen? Ah. Boah. Get shit on. Ah! Okay, ich will den Highscore knacken. Weißt du? 256, Tschüschlan. Ah, ich kann auch laufen. Okay. Das war nur eine Absenfen. Digga, ich weiß auch noch, echt, als wir damals mal so auf die Bahn gefahren sind zur Schule. Digga, wie insane viel ich auch Handy-Games gedaddelt hab, ne? Also mit Pea zusammen, so Doodle Jump, so eine Scheiße. Ey, das ist gar nicht so einfach! Fucking Flappy Bird. Dead. Ich weiß noch, als diese zwei Tage, die Flappy Bird da im Laden war, war ich gerade bei Mark, glaube ich. Und Mark hatte das Spiel. Und als ich das runterladen wollte, gab's das schon nicht mehr. Das war 256, ne? Der ist schlimmer als Cuphead, ich sag dir das. Who's the big boss now?
nein! Noch ein bisschen absenken. LOL! Okay! LOL! Oh Mann. Egal, Highscore 580. Easy. I would love to see Hot Dog Man team up with Captain Spirit. Wie kann ich jetzt mein Dings machen? So, ne? Ich liebe dich, Hot Dog Man. Mhm. Was haben wir denn noch hier bei uns auf der Liste drauf? Ah, ich muss noch meine Maske und mein Dings anziehen. Okay. Ich muss mich erstmal komplett einkleiden hier. Dann den Boiler. Okay. Ich geh mal auf mein Zimmer. Ich glaube, das war hier vielleicht. Oh, nee. Das ist nicht mein Zimmer. Geh mal schneller. Okay. Jetzt erstmal die Patrick-Pantoffeln hier anziehen. Those superheroes should wear those. But they're so comfy. Nein. Auf. I could take over the town with this army. Or the world. Komm ich hier über dies? Käferhotel? Achso. Hey, baby. I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast. He's in one place. Wo ist denn der Rest von meinem Outfit? Hier im Schrank? Gucken, wie ich es im Badezimmer machen kann. Wasserhahn. Rasierer? I wonder when I can start to shave. Ha. Superhero shave? Ganz ehrlich, das habe ich mich aber auch gefragt. So irgendwann so mit, dachte ich so mit 19, so ja irgendwann, ne? Könnte auch mal langsam so ein Barthärchen sprießen. Und jetzt habe ich den Salat, ne? Scheiß rasieren. Einmal die Woche. Interview. Richtiger Johannes. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Hello, Beaver. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Guys, a Beaver Creek, Alter. Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Oh. We will forgive them if they don't find Mantroid. Nein, ich hab gelesen, wir vergeben niemandem. We have to live in peace, or you will destroy them. That's my job, and that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Ach, Beaver Creek ist die Stadt. Oh, my bad. The only hero I have is me. That's good to know. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? My will. No. Huh? Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. WHERO. Ach so. Ah. W-Held und W-Hero. Okay. I get you. Jeez, where's the heat? I bet the water eater. Der Water Eater. Okay, kann ich aufs Klo gehen? I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Man, I love this issue. Lol. Hong Kong. Habt ihr es gerade im Hintergrund gehört? Nice.
Mustard Man Kawaii Desune. Wahnsinnsausgabe ist das. I could draw like this. Wack. Lol. Hä? Ist das nur mein Dirty Mind oder ist da irgendwas? Was ist los mit ihm? Muss ich damit richtig absenfen hier. Das ist wirklich so, Digga. Ich schwör's dir, Mark ist aber Mustard Man und ich bin Hotdog Man. Ja, das ist eindeutig Mark. Ja. Oh no, I'm gonna crush you like peanuts. Richtiger Mark! It's over, wait. So, you're Mustard Man. Oh, I like mustard. I'm going to empty you big time. The fuck? I'm gonna end. Ja. Ne? Kindercomic. No diving today, Nemo. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Oha. Okay. Ja. Gimme, gimme. No one will guess my secret identity now. One more piece and I'm almost done. One more piece. Wir brauchen noch die Maske. Ah, die Maske habe ich. Ich brauche noch die Handschuhe. Okay, okay, okay. Papas Zimmer. Oh, oh, Monkey S. Mark hat vor allem relativ selten ein Oberteil an, wenn wir unterwegs sind. Richtiger Mark. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. That does not look good. Was ist da rausgefallen? War das ein Schlüssel? Gimme, gimme. Yes! Ein Inventar mit I. I? I. Ja, okay, wow. Wee, 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 wee. Light on. Okay. I know this drawing sucks. But it's cool that Dad put it here. Okay. I hope I get to go practice with Dad again this summer. I'm too old to be measured now. Right? Right. Nee, Digga. Careful of booby traps. Oh, careful of booby traps. Monka Peak. Okay, okay, okay. Dad never told me he had a new friend. Charles, tut mir leid, dass ich letztens gesagt habe, ich war nur wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst. Wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Wow, I had fans when I was playing in high school. Ich bin zwölf und eines Tages will ich professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, was ich je gesehen habe. That's scary. Hm. Versinkt ihr Leben in Alkohol, sie sind nicht allein, wir können helfen, kontaktieren sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise für Vukon.
So we moved because Dad couldn't pay for the house. Okay. Dad got fired. That's when he started working for the railroad. Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät ihr Vermächtnis und ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden sie mehr als zweimal für ihr aggressives Verhalten gerügt und ihr Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad. Nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als ihren Vertrag in sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen müssen, muss. Wir fügen mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass sie in der Zukunft Erfolg haben. Dad doesn't play Mom's records as much as before. You don't lay with me.
Nee. Die Autoschlüssel brauche ich noch. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich bin jetzt hier soweit durch. Was ist hier noch in diesem Monka S Räumchen? Ah! Ja, normal. Wasserschlucker wird verprügelt, aber zuerst. Now you will learn your lesson and stay clean. Aha. Ich will nicht wissen, ob ich vorher die Hose gecheckt habe, ob da nicht vielleicht noch so ein Huni oder sein Wettschein war da drin. Bitte nicht, bitte war da nicht sein Wettschein drin. Bitte nicht. Nein. Oh nee, ich rieche es doch schon, Mann. Wie ich gerackt werde jetzt. Make some thick come on. Ey, ich schwöre, das ist 100 pro der Wett. Oh Gott, I hate going in there. Ey, ohne Witz, Mann, da war 100 pro der Wettschein drin. Digga, es wird so escalaten, ne? Ich hab jetzt schon richtig Angst davor. Wie hieß der nochmal? Wasserfresser. Okay, Digga, ich bumm's ihn, Digga. Was denkt er, wer er ist, Mann? Habt ihr es gerade repariert mit einem Klick oder was? Was hat der Vater nicht hinbekommen oder wie? War ernsthaft nicht. Soll jetzt auch bügeln? Okay. Wahrscheinlich sind Superschurken besser im Auge. Okay, was habe ich hier noch? Ich wette, Metroid versteckt sich noch auf seinem Planeten. Mit einem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und finden. Ich brauche noch die fucking Armschiene. Captain Spirit Schatz ist irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Ich habe noch keinen Teil gefunden. Was ist das? Ich kann meine Zielsicherheit gefährlich im Video trainieren. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn auch. Okay, alles klar. Auch das habe ich immer gelernt. Licht aus. Ich brauche den Strom. Ich glaube, ich müsste jetzt hier soweit eigentlich alles haben. Okay, okay. Dad never smiles like that anymore. Hm. Ja. Dad was so popular. Ja, Captain Sparkle is actually my name to go with. So, Fernseher, bla bla bla, Konsole, Wunschliste, Wikingerbuch, Feuerwerkskörper habe ich alles schon. Ah, Tasche. So glad I did my English homework already. Okay. This drow's pretty nice, and she likes my stories. Geheime Karte. Ah, lol. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Where are we dropping, boys? The Maze of Doom. Okay, okay, lass mal kurz gucken, ob wir irgendwas. Wo sind wir? Wo wohnen wir? Hier, ne? Homebase 2. Und Homebase 1 ist wahrscheinlich unser.
unser Dings. Lonely Desert, Space Vessel, Green Walker. LOL, Peer und seine Fam wohnt hier. Forest of Trolls. Okay. Six Evil Dog of Satan. Mhm. Mhm. Okay, nochmal kurz. You can't win this battle, Nocturius! It's already over, Power Bear! Cool! Cool! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader! And he wants you to die! Give up now! We don't have to fight! You're not the boss of me, Power Bear! You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy! Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Nocturus. I want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this! Ow, my back! How did you do this? I can't move! Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Nocturus on my own. I can't! Captain Spirit! Ihn freilassen, ihn vernichten. Get wrecked? Das ist echt so mega. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Nocturne. Hab ich mir auch gedacht, Leon. You never fail us, Captain Spirit. Du hast so einen heftigen Genickschlag. No, you can't do that to me. Los, Digga, gib ihm böse. Nee, jetzt zu spät. Then let's cut your strings. LOL. No, don't. I give up. I... Okay. Mantroid, help me, Master. You Mantroid. Can't kill me. You said you don't kill people. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle! Richtiger Mika, Digga. Richtiger Power Bear. Okay, Waffen, zack, 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 Lieblingsbuch, Walkie-Talkie. Walkie-Talkie bin ich benutzt. Ah, doch, hab ich. Kid Hotel. Ja, ich glaube, ich bin dann hier. Ah! Oh, richtiger Johannes. Ich hab damals, immer wenn ich, das passiert mir heute noch, immer wenn ich einen Adventskalender habe, ich schwör's dir, das dauert einen halben Tag und dann ist er leer, ne? Aber damals als Kind war das so, also kam mit 7, 8 oder sowas, da habe ich nicht nur meinen aufgegessen, sondern den von meinem Bruder auch noch und den von meinen Eltern beide. Und ich habe die Türchen immer wieder zugemacht. Also zuerst habe ich, hab ich nur den von meinem Bruder gegessen, habe die Türchen immer wieder zugemacht und er hat sich dann jeden Morgen gefragt, warum denn sein Türchen immer nichts drin ist. Und get wrecked, Bruder? Normal, Digga. Ich verstehe nicht, wie kann man denn... Please, good job, Chocolate. Oh, richtiger Johannes. Chocolate. Thanks, Claire. Okay, Zeit rauszugehen, aber ich glaube, ich brauche noch nie. LOL! Oh, I hate seeing him like this. Wach auf! Wach auf! Oh, da läuft eine ganze Menge. Wake up!
Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad. What? It's just me, Chris. Whoa, whoa. Hold on, buddy, okay? Jesus. LOL! Get wrecked! Bring him ins Bett. Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Kann man das denn so hart? I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Oh, nein. Jesus Christ, who is that? Bitte nicht schon wieder diese... Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Oh no, ist das die Mutti? Meine Oma? That's a lot of beer. No. Yeah. Dad had a party for the game. Really? I didn't see any cars in the driveway or people. Must have been a good game. Anyway, how are you, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Just hanging out playing video games. You boys and your video games. You should play games outside like we used to. Like your dad used to. Oh, I know. I'm old. But better not stay inside on a beautiful morning like this. Ich wollte gerade rausgehen. Actually, I was going for a nice walk and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Oh yeah. Dad just tripped. Der ist aber nicht ganz, der ist halt echt so. But he's okay. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game. And he tripped over the table. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. Whoa, those look like nasty bruises. What happened? Oh, gib mir nicht auf den Piss jetzt. Rum einmal mit Freunden, das nimmt sie mir nicht ab. Sie weiß ganz genau, dass ich keine Friends habe. Bin die Treppe runtergefallen. Wir haben gar keine Treppe. Oh, jetzt scheiß Bungalow oder Keller. Ja, was soll ich machen? I fell down the stairs yesterday. Stairs? Where? Oh. Ja, ich wusste es. Not here. At a friend's house. The front steps. I see. Be careful, okay? And please get help the next time you fall. Okay. Thanks. I do have to go. All right, honey. I'll check back with you later. Okay? No. Me and Dad are going shopping. Okay, Chris. I think I've heard enough. I'm going to talk to Stephen about this. We'll be back to chat with your father. Wait. You don't... Please. Listen, I'm not trying to hurt you, okay? We want to help. Okay. You're not in trouble. You haven't done anything.
Just stay put, and we'll come by in a little bit. Nein! Verpiss dich doch! So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Oh, you wanted to tell her that I gave you little bruises, no, huh? No, I didn't say anything. I swear. Now you want to blame me for everything? Is that what you want, huh? Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, every time you talk... Stop it. It's your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Halt's Maul, Digga. So ein Hurensohn. Never. So ein Hurensohn. Hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! PogChamp. Ja, Mann. Sparkle is right on time. Lol. Wir sind hier über die Grenze gekommen. Okay, ja, schon. Vorzeit so folgt, hä? Bitte? Eigentlich ist das keine Demo. Also... Hä, warte mal. Achso, tatsächlich geht das so. Achso. Hä, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Life is Strange 2 kommt in 1,5 Monaten raus. Deswegen dachte ich, dass... Und das wird nicht das hier sein. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein abgeschlossenes Game, so quasi als Kurzgeschichte. Deswegen habe ich auch gewundert, dass es Free-to-Play ist. Das Gute ist, wir können gleich nochmal schauen, was, wie sich, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viele Entscheidungen getroffen, aber ich glaube, ich kann gleich schauen, wie ich mich entschieden habe. Danke, Leon. Wie ich mich entschieden habe und wie dann die anderen sich entschieden haben. Das finde ich ein bisschen schade jetzt. Ich war gerade, also ehrlich gesagt, war ich gerade auch getouched, weiter zu daddeln. Ich hatte richtig Bock drauf gerade. Nice, gut abgestimmte Demo. Ja, eben. Deswegen, und ich wollte ja rausgehen. Also,
hätte ich auch gar nicht mehr machen können. Also ich habe dann eigentlich alles erreicht. Ne? Kommt anscheinend in 10 Tagen das Game. Laber ernsthaft? Halt mich mal wieder nicht. Das ist immer das Problem, wenn ich da... Boah, die ist laut, die Mucke. Ach so, ja, ich hätte ihn später aufwecken können. Ah! Hier, guck mal da. Ah, mein Superhelden-Team ist stark, doch ich behalte Mantle und Super-Shock. Ich hätte mit anderen Spielzeugen noch spielen können hier, dann wären die halt immer ausgefüllt gewesen. Meine super Aufgabenliste. Ah, Wiedersehen mit Chris in Life is Strange 2. Das, hä? Origin Story, also Origin Story Vorgeschichte. Heißt Origin Story wahrscheinlich, wa? Life is Strange 2. Verfügbar ab 27. September. Was wollen die, wie viel Schekel wollen die haben? Nein, Digga. 40 Euro. Oh nee, Mann. Digga, ich kann doch keine 40 Euro Tacken dafür hinlegen. Achso, da, Captain Spirit ist eine kostenlose Demo, die im Universum von Life is Strange spielt und die Verbindung zu der brandneuen Erzählung und den Charakteren aus Life is Strange 2 enthält. Das Sequel zum Pressekunden Life is Strange kehrt mit neuen Abenteuern in 5 Teilen von Dontnod Entertainment zurück. Episode 1 wird am 27. Die komplette Season enthält Episode 1. Der wird mich verarschen, Digga. Ja, was soll ich machen, Digga? 40 Euro ist aber halt echt, Digga, dafür, dass die Life is Strange 1 für 5 Euro und for free quasi rausgehauen haben. Ja, was soll ich machen, ne? Ich muss mir das halt holen. Achso, ihr seht das ja auch, glaube ich, gar nicht, ne? Wegen dem Steam-Overlay. Sorry, was? Normal, ja. Hallo. Ladebildschirm. Oh. Fortfahren. Ich will nur kurz gucken, ob ich jetzt quasi vor dem Aufwecken dahin komme. Ah ja, okay. Kann ich rausgehen? Okay, dann machen wir das fix. Hätte mich auch sonst gewundert.
Okay, gut. Extra bonus points unlocked. Yes, sir. Da kann ich ja auch, wenn ich dann ihn nochmal... Wenn die... Oh, Leon, du bist so smart, ne? Oh, Leon, der fucking 200 IQ. Du hast absolut recht. Schießstand aufbauen. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. Ja, auch gut, Leon, oder? Kann ich sagen, Papa hat mir die nur gebracht, damit ich damit spielen kann. Oh. Ziele? Hey! Ich kann sowieso nicht. Okay. Get wrecked! Hä? Fucking useless shit, Mann. Ich bin kein Loser. Getrackt. Nice. Okay, wieder reingehen könnte ich wieder. Okay, Schneeschieben habe ich gemacht. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal kurz mal hier pieken, ob hier irgendwas noch zu machen ist. Aber das Grundstück ist... Was, wenn ich real superpowers hätte? Ich könnte die ganze Stadt schützen. Ist leer. Oh. No way. Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Kinder Schießanlage. Nice America. Ihr habt noch die Autoschlüssel, ne? I wonder if Dad will teach me how to drive. Oh. Nein, ich hab gar nicht mit den Superpowers aufgemacht. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Okay. Ich bin Dr. Tamara Vollmann vom Beaver Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag 14:15 Uhr örtliche Behörde erscheinen können, falls Sie Fragen dazu haben. Okay. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Ow. It sucks we don't use this landing very much. It's so cool. Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Magic Key. Da ist der Schneemann. Wollen wir aufs Maul holen, oder? Ja. It's like Christmas forever out here. I can't find Snowmancer looking like this. No fair. Ehrenmann. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. A Snowmancer. Wow, Alter, der ist wirklich kreativ, der Boy. What can we do? Guck mal, ein Pickup Truck.
Nach dem Schlüssel oder was? Okay, schau mal direkt mal nach. Gleich. Da war ja nur dieser Drecksbrief drin, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, Schneemann machen wir gleich. Wobei, machen wir zuerst einen Schneemann. Boah. Ladefläche. Okay, okay. Get fucked, boy. Ja, ist echt so. Man muss hier irgendwas Quicktime-Eventiges machen? Ah, erzählen? Okay, nee. Now the Snowmancer is ready for battle. Hab ihn ja nicht lang gemacht. Leon, hast du nebenbei mal nachgeguckt, was es hier noch alles so gibt? Weil, wäre cool, wenn du mir da so ein, zwei Leaks droppen könntest, dass ich hier auch, I can't wait to get a real pine tree this Christmas. Like we used to with Mom. I see, Leon, I see. Aber good guess. Den kann ich auch noch nicht wrecken. Weil falle ich jetzt vielleicht schon hin? Pappen brauchst du was rüsten? Ja, ja, ja. Yes, 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 yes. Ah! Sorry I destroyed your father. Haha. He was a supervillain. Leute, bestimmt hätte ich mit dem spielen können und mit der auch, wenn ich jetzt den anderen Boy nicht vernichtet, sondern mitgenommen hätte. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Gross. Gross. Kein Versteck, okay, 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 mal gleich. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The Magnetic Field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Ausguck. Okay, okay, okay. Kurz mal die Atmosphäre genießen. Das finde ich cool bei Life is Strange oder bei den Games so. Denk an diese Mucke, ne? Okay, ab ins Geheimversteck. Guck mal in der Küche an der Wand für den Garagenschlüssel. Open Sesame. Okay, okay, okay. I got you, Leon. I love watching Mom draw her comics.
What are you cooking? What are you cooking me, my sweet Valentine? Your favorite dish? Pizza. Happy Valentine's Day, sweetheart. Süß, Mann. Maybe I can use this to read the LOL. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. These are my favorite baseball players, even if I don't understand the stats. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Ah, okay. Gut von der Schule schon, glaube ich, ne? Ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sorber und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie online gemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klassenbester mit den Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Jo, falls die Schikanen weiter, dann werde ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Hat's Maul geworden, so. This is my worst report card. I'm doing better now. Mathe, sorry. Sport. Richtiger Johannes. Nur 5 Fächer. Okay, okay, okay. Was geht, Marc? Okay, dann nächster Auftrag. Küche, Schlüssel und Dings. Achso, jetzt kann ich auch die Karte theoretisch lesen, ne? Also rein, Schlüssel holen, Karte lesen, raus. Oh, nice, Vika. It's now snowy and sunny outside. Ich glaube, der pennt noch ein bisschen weiter. Küche an der Wand. Ach so, Schäch, Schmuckkästchen. Oder Schlüssel ablegen, ne, ich brauch den noch. An der Wand. Hier ist nichts. La 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 la, Christmas rules, bring me the presents. Ah! Nee, Autoschlüssel. Richtung Seitentür. Ah! Leon. Entschlüsseln. Time for Captain Spear to put these pieces together. Wow. Ach so. Ja, warte. Eins. Nee. Eins hier. Nee. Ah. Bin ich nur retarded, Digga? Muss auch eins. Zack. Zack. Zwei. D.
Digga, Patrick, du hast schon gerade, also bist gerade eine Sekunde zu spät, also ein bisschen zu spät, weil ich hab ausgesehen das Ende vorhin schon getriggert von dem. Digga, das war schon fucking, das war echt schon fucking sad, Alter. Mach die 3 in den linken Kreis, dann ist alles Gucci. The treasure map is not a secret anymore. It's mine. fucking Mika, ey. The Maze of Doom. Okay. Aha. Flying Fortress. Kann ich die jetzt mitnehmen oder kann ich jetzt schon gucken, wo der Schatz ist? Ja, der Schatz ist in Maze of Doom. Ach so. Ah, ja. I know. Das ist hier der Schrotthaufen genau links daneben. Glaube ich, müsste es sein. Ich mach die Facecam jetzt nicht an, Digi. Ich hab, ich bin nicht im Outfit dafür. So, hier, da ist der Maze of Doom, müsste da sein. Nicht? Aha! Boys, Monka S. Mika, der ist gleich bei dir. Oh. Ich hab die ich weiß nicht. Links, rechts. nochmal links. Warte mal, hätte das auf der Karte gestanden? Nee, ne? Wie man spielt. Ja, bist du witzig oder was? Stand das auf der Karte drauf? So schwer kann es doch nicht sein. Hier ein bisschen rechts, links, rechts, links. Was ist das denn für ein... Nach rechts. Okay, einmal gehen wir nach rechts und geradeaus. Ja, ist echt so, ne? Danke, Marc. Okay. I give up. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Ah, hä? Ist das... Das ist doch Maze of Doom.
Ach so, ist es dann links, 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 rechts? Nee, links, rechts, links, links. Ne? Links, rechts, links, links. Okay. Links, rechts, links, links, hatte ich gesagt, ne? Oder Mika, was hatte ich gesagt? Ihr seid so Wichser, ne? Links, rechts, links, links. So, jetzt müsste ich da sein. Aha! Yo! Was soll ich dazu sagen, Rudi? I miss Mom's smile. Leute, ich sehe gar nichts. Ist wohl ein Lichtschalter? Da. Okay. Wer war hier? Mom and Dad always talked about how they met at school. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. This is where Mom went to school before we came here. Mom didn't go to art school because of me, but she was already an amazing artist. Oh, wow. I remember when Mom drew that, and Dad couldn't stop laughing.
Haha. I don't get this one. I'm too young. Lol. Ooh, I can even paint my costume once I make it. Mir fehlt nur noch eine Sache, mir fehlt nur meine Handschuhe oder sowas. Oh. Dad used the padlock, he wants to keep me out. Oh, Leon. Oh, mach jetzt nicht diesen Bruder. Mom and Dad always talk. It was my first picture. It looks so tiny and weak. Maybe I'm an alien baby. This is where Mom went to school before we came here. Mom didn't go to art school because I don't get this one. Ah, I know. I'm too young. Das ist bestimmt ein Datum von meinem Geburtsdings. My first picture. Nee. Looks so tiny and weak. Maybe I'm an alien baby. Yes. Lol. Nice, danke Leon. Also logischerweise mein Geburtsjahr, ne? Thanks for storing my explosives, Chief. Now I'm ready to rock. Sorry, Dad. Ah, da hat er die Trophäe gewonnen. Stimmt. Ortsansässige Frau. Ortsansässige Frau stirbt nach Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Unfallflucht mit Todesfolge, die am Dienstagabend, den 16. Dezember 2014 um 19.15 Uhr bei Mantle Street und Asteroid Drive stattfand. Das Opfer identifiziert sich als Emily Erickson aus Beaver Creek, Oregon. Entfernte sich von ihrem liegen gebliebenen Auto, als sie frontal von einem nicht identifizierten, zu schnell fahrenden Vehikel getroffen wurde. Sie hinterlässt einen Ehemann und einen Sohn, die zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zugegen waren. Kommissar Anderson und sagt, die Überwachungsvideos können wichtige Hinweise enthalten. Wir betrachten dies als Totschlag durch Fahrerflucht. Wer Informationen durch diesen Vorfall hat, sollte anonym die Polizei-Hotline von Beaver Creek anrufen. I know Dad spent a lot of money on the funeral. Oh. Grandma and Grandpa were so nice. I wish we saw them more. Danke für die liebe Nachricht und die Blumen für Kristens Geburtstag. Sie bedeuten immer mehr, wenn sie von dir kommen. Wir vermissen euch und würden gerne sehen, wie Chris aufwächst. Genau wie du vermissen wir Emily jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wir wissen, dass Trauer ein Teil deines Lebens ist. Also vergiss nicht, dass wir oft an dich denken. Wir sind immer für dich da, so wie du für uns da warst. Für immer. Bitte melde dich bei uns und lass uns festlegen, wann wir uns sehen können. Du bist ein Teil unserer Familie und immer in unserem Herzen und Gebeten. Mit Liebe. Peter. Bei Mark, nice. Hey, wie meinst du, Leon? Now you are ready to battle with Captain Spirit. Get shit on. Oh, hoffentlich wacht Papi nicht auf.
Ja, Leon, meine funktioniert. Yes! So cool! Snowmancer almost cruise the whole city. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Hä? Irgendwas fehlt mir ja noch. Also Cape habe ich, meine Maske habe ich eigentlich auch. Und meine Handschuhe oder meine Knieschoner, keine Ahnung. Aus dem Planeten mit. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich. Okay, okay. Das heißt, ich brauche jetzt noch. Graffiti. Jerks. Like people don't drink bars around here. Was stand da? Ja, soll er stehen? Wie ich bin denn? Wing? Nee. Wine? Vino? W-I-N-O oder D? Ich kenne das nicht. Nein, Leon! Also, Vater, geil, haben wir vorhin schon gesehen. Nice, kippen als Haare. So, Boys, ich muss jetzt irgendwie noch mein. Das letzte finden, meinen letzten. Meine Armschienenschoner. Und die Wäsche müsste doch bestimmt gleich fertig sein. Helm in der Küche? Ja, ein Ehrenmann. Ich schau trotzdem kurz einmal die Wäsche an. Achso, nee, Leon, ich hab gar keinen Helm. Ich hab eine Maske. Das konnte ich am Anfang auswählen. Oder vielleicht doch? Maybe I should help Dad clean the house. Instead of playing. Ah. Oh, vomit. Super Müll. Danke, Leon. Zap! The awful green things are flushed into space. Sporttasche, Sporttasche. Aha! Oh, I could use this to make some cool armor. Lol, Mark. Aber witzig.com/flachwitze.php Raute IXZZ5LR3PIGU1. Lord, badass. My suit is almost ready. After I get some paint. Lord. Wow. Titten und Ärsche, Oregon's beste Titten. Nee, ich, Leon, ich kann im Schuppen. Im Schuppen kann ich das anmalen. Da waren diese Spraydosen. Heavy Armor? Ach so. Ah, ne, ich hab die Light Armor. Spirit Mobil, später. Ich glaube, das ist die Light Armor, dadurch, dass ich jetzt hier. Weißt du? Ich hab Maske und Light Armor genommen. Ich glaube, Heavy. Tatsächlich, Digga. Hä, wo sie. Stimmt. Ah, Boys.
Aber auch voll smart, ne? Weil ich konnte ja am Anfang auswählen, ob Helm oder Maske oder Heavy oder... Oh, Entschuldigung. LOL. Sailor Moon! To the rescue, and it's time to visit Mantroid's home planet for a change. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, also wir gehen jetzt ins Auto, ne? Guck mal, wir gehen jetzt ins Auto. Und dann können wir nämlich da. Ich glaube, wir fahren rückwärts einfach hier rein. Here I come, Mantroid. Lol, was geht da hier? Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. Nein, Digga. Ah. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no, meteor showers. Run on the force field. Too late. Emergency. SOS, crash landing. Ah! I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Lol. The planet is so dark. And the sky is so red. Like blood. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? Leon, was mir noch aufgefallen ist, ne, da ich das jetzt ja auch meine Arme bandagiert habe, kann die Tuse mich auch nicht voll labern. Wegen meinen Blessuren da. Das kann vielleicht nachher nochmal die Bullet dodgen. Monka S. Mantroid, show yourself, you coward! Straße. Oh.
Ich kann nichts machen, Digga. Oh! Marc weiß, wie schnell ich tippen kann. Sakura Klicker, meinst du? Ah, ja, ja. Predicted. You will pay for what you did, Mantroid. I swear. Hab ich ihn jetzt geraggt? Nice. Das ist alles fertig, ich brauche noch den hier. Und sobald ein Team ist stark, bin ich bald im Match und seine Superschurken besser im Auge. Aber ich kann. 1, 2, 3. Mit drei Dinger muss ich noch. Spielen, aber wo? Den da oben konnte ich nicht daddeln. Vielleicht ist mit meiner kranken Rüstung. Tschüss, Marc. Marc, du musst jetzt ja gehen, ne? Trimax ist gerade online gekommen. Du willst ihn ja sicher nicht warten lassen. Ich kann mit dir nicht spielen, mit den Boys. Und ah. A fortress looks safe since we last talked. Rein, Buddy. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Gross. Ja, Leon, ich weiß jetzt nicht mehr. Ich hab eigentlich. Wo war ich denn noch nicht? Weil da konnte ich nicht. Ah, ich glaube im Haus war tatsächlich noch was, mit dem ich noch nicht gespielt habe. Ich gehe noch einmal in mein Zimmer kurz gucken. Und ansonsten. Finish ich denn? Wache ich mal meinen Daddy Boy auf. Shark Stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Wir sind Superhelden. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Get wrecked. Einer fehlt mir noch. Die habe ich. Henry? Sorry, you're too cute to fight evil. Aha. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Die Patrick Pantoffeln. Guck mal, superhero should wear those. But they're so comfy. Mom bought me so many cool comic books. She told
told me never throw them away. I won't. I miss playing ball with my friends. Before we move. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Sorry, Nocturius, but you joined the wrong team. Hätte ich ihn echt retten müssen, um mit den anderen da zu spielen? Wenn ich nicht bin. Basketball. Mantroids. Aha! Every superhero team needs a supervillain team. Ach so. Ja, aber ich hab, das bin ich und das ist Mantroid. Ah, der Kroko fehlt noch. Every superhero team needs a supervillain team. Von der Kroko. Was geht, Schade? Aha, aha. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am Mar T-Rex, and you are my lunch. Roar! Okay. Oh, ein Glück. Okay, ich hab alles fertig. Okay, Boys. Dad. Jetzt ist es soweit. Are you sleeping? Wake up. Dad, come on. Huh? Danke, Chata, für den Follow, Bruder. Who's there? Who's there? Dad, it's just me, Chris. Whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family, right? Right. Warum nicht verkacke ich diesmal nicht? Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just
Just? Just doing homework, you know? On a Saturday? Mm. I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Totally. Me and my dad were just decorating the tree, and I tripped over the lights, and the tree almost crashed on me. But Dad caught it, and he fell, so... Gee, that's some story. Is everybody all right? Yeah. Must have been quite a scare. I hope you have something else planned for today. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son, right? Yeah, but, you know, my dad isn't good at building stuff like Steven. Oh, Lordy, don't I know it. And Steven loves any excuse to break out the toolkit to help you. He's way better with hammers than Dad. Yes, he certainly is. Steven would probably build you a tree city if you asked. So don't you dare. You're a good son, Chris. Listen, Chris. I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Das Ding ist jetzt, understand? Nur Leon und Mika waren vorhin da. Weil das erste Mal, ich spiele es jetzt nicht zum zweiten Mal, aber ich habe halt einen Teil nochmal gespielt, weil ich halt ein bisschen reingeschissen habe vorhin. Thanks, Clark. I promise I'll see you later. Und da sah die ganze Situation nicht so glücklich aus wie gerade. Piss dich jetzt. Okay. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. Nein. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, every time you talk... Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Mein Pogchamp. Ha.
Ist so, Mika, oder? Hey, und die netten Nachbarn. Wie schön, dass sie alle zusammen in einer Straße wohnen. I see. Feels fucking good, man. Ay. Okay, gut. Damit ist das dann durch. Und ich würde sagen, damit bin ich auch durch. Und dann muss ich mal schauen, dass ich Life is Strange 2 mal organisiere, ne? Wenn das jetzt demnächst rauskommt. Ah, gut, Boys. Ich bin erstmal noch kurz weg, weil ich bin erstmal weg. Danke für die, die zugeschaut haben. Viel Spaß noch. Und, ja. Ciao.